Ich muss das mal einstellen hier. Ja. Hier. Latte. Ein Hoch auf die Ehrenamtsverteidigung! Ein Hoch auf die Stadtverteidigung! Hoch! Ich will aber, ich wollte nicht die Kamera. Ich muss erstmal alle rausholen. Dann stellen wir jetzt mal rein. Was das denn? Begrüßt die Herren der Stadtverteidigung, begrüßt die Herren Sponsoren! Ein Hoch auf die Stadtverteidigung! Hoch! Herr Biskin ist auch da. Ja? Spitz Biskin. Du druckst ja. Oh, gleich kommt auch Musik. Schön. Vermutlich ist das Terra Rosa da hinten. Warum ist der denn da eingesperrt? Steht bestimmt gleich da. Das ist okay. Was denn? Ja. Dieser Kölner Söldner hat in der Börde arg gewütet, deswegen. Huh! 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 Streck die nieder! Der Papst ist auch da. Nee, hey, das ist irgendwie so ein Bischof oder sowas. Da ist Terra Rossa. Bravo! War das? Alle da hinten kommt noch mehr. Oh, da kriegt man sogar was sieht man denn jetzt für jemanden, der das nicht sieht? Wie würden Sie es beschreiben? Der kommt gerade an uns vorbei. Sieht so gute Mönche aus? Kann es sein? Armut? Ja, sowas. In der Richtung, ja. Irgendwie so ein Bischof oder so war vorhin auch schon dabei. Was haben die für Kleidung an? Müssen Sie vielleicht was schreiben Sie einfach aus, welche Farben und Leinenstoffe oder was? Hallo, Herr Profik. Haben Sie Lust, mal mir zu erzählen, was Sie da vorne alles sehen? Ja, verschiedene Menschen in verschiedenen Kleidungen stellen sicherlich bestimmte Personen dar, ob das nur Mägde sind oder ob das irgendwelche Funktionen sind. Eine Kultur, denke ich mal, ist dann auch so eine Sehspur.
würdevollere, angezogene mit Kleidern und mit Hüten hier lang marschieren. Und ja, eben hatten wir gerade da so einen Strafgefangenen in so einem Käfig eingesperrt, der natürlich dann sofort mit einem Buben. Schaut, die holde Maid! Und dann kommt da jetzt eine junge Dame in einem roten Kleid oder Umhang. Sehr würdevoll angezogen, auch mit einem sehr schönen Kopfschmuck dazu. Also man kann diese Mittelalter konnte man eben halt, ich meine, heute sie ja auch noch, aber damals eben wirklich unterscheiden, waren das jetzt, ich sag mal nur... Oh, Bauern, ein mobiles Klo! Oder waren die jetzt als Kirchen oder so etwas höher angesehen. Oh. Waren Sie eben auch schon mal auf dem Mittelaltermarkt, der ist ja auch in der Innenstadt aufgebaut, da gehen Sie... Die edlen Ritter kommen. Ja, da werden wir also auf jeden Fall auch noch hingehen. Gestern Abend waren wir auch noch was mit gehört hat, um jetzt nicht die Atmosphäre hier irgendwie niederzumachen oder so. Es hat relativ wenig Musik. Wir waren gestern ab 19 Uhr da. Das hatte ich heute Morgen schon auf der Hellweg Radio Facebook-Seite gepostet. Dass mir das eigentlich, dass ich darüber sehr traurig bin, dass es eben nicht so viele Spielleute waren. Denn vor zwei Jahren war es also wesentlich anders. Und bei Gaudi und Sato hat man ja immer Musikanten. Und das ist das Einzige, was mich da vielleicht ein bisschen dran stört. Das stimmt, also eben als auf der Quatsch-Soße, oh, ich hätte schon gequatscht. Aber eben auch so Gaukler und so weiter, die hier ihre Dinge darstellen, ihre Grundstücke darstellen. Da zum Beispiel eigentlich kenne ich, das ist der Franz, der ist also sozusagen... Franziskus, grüßet euch! Oh, danke! Na? Er hat noch den Vornamen erfahren. Und Sie kommen hier aus der Gegend? Eigentlich komme ich aus Berlin, wohne aber seit 2,5 Jahren hier. Okay, danke schön. Dann viel Spaß. Ja, wollt ihr sagen, ein Klicks oder was? Hör mal auf, du wirst von Radio Hellweg noch entdeckt. So eine schöne Berichterstattung, die du da jetzt eben gemacht hast, war geil. Du bist voll drauf hier. Da ist so weit. Ich bin gerade erschrocken. Ich denke, was will die von mir? Ja, und dann lese ich auf dem Mikrofon. Ach, Herr Schnettler. Oder? Nee. Ich hab mal dunkle Kinder. Was essen Sie am liebsten? Ja. Hier. Kann ich noch mal einen Schluck von deiner Apfelschorle? Ja, klar. Da hat sie aber dunkle Kuchen gesagt. Teufelzeug, Halleluja! Aber dieses Teufelzeug wird dich bei YouTubus verewigen. Schön. Herrlich. Gepriesen! Freiheit für Soest! Libertas in Susato! Wir laut! Freiheit für Soest! Libertas in Susato! Antje, ich muss mal trinken. Bei Durst. Hey. Also, und wie gibt es das auch noch?
lauter Frauen in der Armee ablaufen. Links, rechts, links. Oh, sie sahen nur etwas weiblich aus. Darf das alles nicht so entsehen. Darf doch auch weibische Perle, von daher. Wow! Sie ist Kompanie. Fünf Mann. Sie ist drollig. Der Rest, Mensch, die kommen gerade aus der Schlacht. Ja, 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 das ist wahr. Achso, das ist der Rest der Kompanie. Ja, ja. Genau. Das ist nachvollziehbar, Babs. Ja. Gibt für alles eine Erklärung. Ja. Monti Nuller, was? Vieles? Möchtest du hier vorne hin? Ich bin ein bisschen größer. Hier, geh doch da. Hier. Warte, warte. Komm, ja, komm, ja, ich nehm's ja wieder ab. Du bist besser. Das sind lange Lanzen, was? Ja, du. Mann, haben die lange Dinger. Ja, du. Gegen die Reiterei, Jojo. Ja, ich druck die Lanze. Der eine hat gerade so gegähnt. Na, wenn sie die Nacht durchgemacht haben. Ja, muss ich jetzt davon weg. Muss man eben halten. Ich muss mal eben einmal abbrechen, ganz kurz. Weil die 15 Minuten sind gleich um. Wie hast du eingestellt auf 15? Bravo! Oh! Jetzt wird man auch noch gezwungen zu jubilieren. Ein garnettes Rote Hü. Ja, wir freier. So, hier. Ja. Ja. Du musst auch dran schreiben.